Hallöchen Leute, willkommen zu einem kleinen Video, Shellshock Live, wie man hier sehen kann. Nachdem ich das bei so vielen YouTubern gesehen habe, dachte ich mir, komm, holst es dir auch mal, spielst es auch mal ein bisschen. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt, kann ich mal kurz zeigen, hier nehmen wir kurz Einladung. Ich bin schon Level 16, was immer. Und habe aber auf jeden Fall schon mal ein Panzer ein bisschen geskillt. Hauptsächlich auf Damage und Crit und so ein ganzen Kram hier. Der Grund für das Video eigentlich. Man hat vielleicht gemerkt, dass es in letzter Zeit keine Videos kam. Und ich glaube, ich müsste Minecraft jetzt auch noch für eine Weile flachlegen, weil ich habe es gerade versucht aufzunehmen. Und der Launcher meinte, guck mal hier, ist ein Update da. Und ich dachte mir so, ja cool. Mach das doch bitte. Und der Launcher so, mach ich. Ast rein. Los geht's. Update gemacht. Log in die Welt ein. Sehe schon direkt unten im Chat. Error, fix, bla, applied energy sticks, das fehlt hier, das ganze Chat war voll mit fehlt. Und auf einmal, die Hälfte meiner Sachen, die ich gebaut habe, waren aus Glas. Das ME-System war komplett weg. Und überall stand Glas, wo kein Glas hätte sein sollen. Überall waren Flüssigkeiten, die nie hätten da sein sollen. Ich habe all meine Items verloren, die ich dabei hatte. Und naja, jetzt wo das ganze ME-System weg ist, ist natürlich auch alle meine Items weg. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich ein anderes Modpack anfange oder irgendwas anderes mache. Also Minecraft war sowieso. Ich wollte Minecraft nicht zwangsweise für fest haben, sondern einfach damit was kommt, wollte ich es haben. Einfach nur damit was kommt. Und naja. Ich habe noch einiges an Isaac-Aufnahmen und ich habe auch noch Final Fantasy 2, das wollte ich auch noch fertig aufnehmen. Daran könnte ich mich eventuell danach setzen. Also hier nach. Ich würde einfach nur, da habe ich auch noch ein paar Folgen, so ist nicht. Ich habe ja gesagt, ich will das alles fertig machen und dann hochladen, damit es keine Ausfälle mehr gibt. Und ja. Wäre schön, wenn die Runde hier mal beginnt. Ich habe noch nie eine Online-Runde gespielt, das wäre vielleicht, weil ich noch nur dieser Zahnräder habe. Das bedeutet einfach schlichtweg, dass. Also, das ist einfach Währung, damit kann man sich Sachen kaufen. 1,57 XP. Das sind ungefähr alle meinem Level, das finde ich gut. Ich habe auch keinen Clan oder sowas. Okay, aber so wie es aussieht, bin ich ja in einer sehr beschissenen Position. Was haben wir denn für Waffen? Also ja, ich muss jetzt mal schauen. Ghostbomb. Ich mach mal so. Oh, direkter Treffer, Alter. Und zwar direkt auf Beine getroffen. Die Ghostbomb ist riesig, macht aber nur 30 Schaden in Anführungszeichen. Oh, da haben die jetzt auch noch Wind eingefügt? Krass. Das war letztes Mal nicht da. Wenn ich wieder dahin schieße, sollte ich mit Ghostbomb wieder 30 Schaden machen. Weil die beiden bewegen sich nicht. Also, man kann ja auch auf Fahnen skillen, dass man solche Wände hoch und runter fahren kann. Wie man sehen kann, hat das wohl keiner von uns hier gemacht. Schauen wir nochmal. Au, mein Gesicht. Ich könnte trotzdem noch mal versuchen, so zu schießen. Wunderbar, da ist so ein Ding. Da, dankeschön. So, jetzt habe ich aber keine davon mehr. Das heißt, ich muss jetzt präziser treffen. Und zwar, oh mein Gott, das war eine Sniper und eine Schlange. Holy shit. Okay, das heißt, am besten ich mache ein bisschen niedriger und ein bisschen schwächer. Mit dem Pixel. Boom. Ich habe den oben. What? Ich habe hierhin geschossen und habe den oben getroffen. Okay. Also, ja, aber was ich sagen wollte: Minecraft wird. Werde ich mir was überlegen müssen. In der Zwischenzeit wird vielleicht hier wieder so ein. Das hier wird jetzt wahrscheinlich wieder so ein Light-Zockt-Video.
Mein Gesicht, Dankeschön. Was sollte eigentlich trotzdem. Oh, das war. Das hat geklappt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht direkt auf Feuer drücken, sondern eigentlich eine Waffe noch anders aussehen. Der ist krass, der Airstrike. Ich muss nur ein bisschen höher ziehen. Ich muss nur in diese Kugel da rein treffen. Weil was ich gelernt habe bei den ganzen Videos von Zombie, German Experience und so weiter, solche Löcher sind tödlich. Ei. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt so machen. Nein! Oh, vielleicht trifft er noch. Boing. Oh. Yep. Schön. 50 Damage. Oh, warte mal. Ah, er ist nach unten gefahren. Verdammt. Ich müsste jetzt nach oben fahren, weil hier das Stückchen blockiert meinen Schuss. Oh, bitte nicht treffen. Oh, sehr gut. Ach. Dankeschön. Aber vielleicht. Ja, keine Ahnung. Ich mache einfach mal den Counter 3000. Oh, oh. Oh, der ist tot. Der hat einen Crit gemacht, Alter. Sehr nice. War doch eine gute Runde. Endet die Runde auch irgendwann? Dankeschön. Ja, war noch eine gute Runde. MVP. Ja, wir haben nicht so viel unterschiedlichen Schaden gemacht. Also die Waffen können ja auch leveln und so weiter. Oh, das war einer geragequittet gewesen. Oh, mehr Leute wieder einstellen, okay. Oh, da geht einer schon raus. Ich hab eigentlich so nur Singleplayer-Mission gemacht, damit ich halt, damit ich ein paar Waffen freischalte. Man sieht hier gibt es unglaublich viele Waffen. Und jede Waffe kann auch noch leveln und sowieso. Hier zum Beispiel Ghost Bomb, die ich eben zweimal angesetzt habe. Kann, wenn sie 1700 XP hat, zu Ghostlets werden. Oder was habe ich noch benutzt? Die Glock habe ich schon ab und zu mal benutzt. Ah ne, sieht nur so aus. Das Erdbeben, das trifft alle Gegner, macht 10 Schaden jeweils. Die Sniper ist krass. Die Sniper ist echt krass. Sie macht auf maximaler Distanz macht die 100 Schaden. Bei 200 Leben ist das schon quasi ein Kill. Ein halber Kill. Kaktus ist eigentlich auch ganz cool. Gibt halt viele verschiedene Sachen. Ein paar Items kann man sich holen. Ah ja, was wichtig ist, das hier sind keine Health-Dinger. Die geben dir nicht Leben, die können dir Rüstung geben. Und Waffen, weitere einfach. Mal nur kurz schauen, OBS. Verwirft keine Frames, wunderbar. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, ich join einfach mal wieder schnell eins rein. Quick join. Und vielleicht kann ich noch ein bisschen was zeigen. Parts kann man. Oh, ich habe ein paar Sachen freigeschaltet. Zumindest den runden Dings ja. Challenges gibt es halt. 500 Runden spielen, holy shit. Kriegt man auch verschiedenes Weapon Form, Play 50 Rounds, Flattener. Oh, Mode Juggernaut. Oh, Juggernaut ist auch. Das ist relativ. Nee. Hab ich bisher. Ich hab bis jetzt, wie gesagt, nur die Singleplayer-Version gespielt. Reden die hier? Das ist blöd. Huch. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Ich wollte das so machen. So, danke schön. Ich würde gerne wissen, welche Option komme. Hier? Da, Settings. Lobby Chat aus. Dankeschön. Progress. Ah ja. Super, ich habe 32 von 81 Missionen gemacht. Und es gibt 100 Level, mit denen man viele verschiedene Sachen freischaltet. Ist schon krass, was man alles freischalten kann. Und hier, was ich meinen Tank geskippt habe, ist Gun. Die einzelne hier, also je weiter die Leiste ist, umso öfter macht man Crits.
das hier erhöht den Crit, also den Damage Multiplier um bestimmte Punktzahlen. Nur 0,25, 0,15 und 0,1. Das heißt, ich mache insgesamt 0,5 Crit mehr, also doppelten Schaden, wenn ich critte. Juggernaut, okay. Wow, das ist fair. Wir müssen den Juggernaut töten, der hat 500 Leben, wir haben 50. Ja, ich habe eigentlich im Prinzip keine Chance, den zu treffen, deswegen verschieße ich aber mal einen schwachen Schuss. Also keiner hat eine Chance, den jetzt zu treffen. Was natürlich sehr fair ist. Und ich finde es ein bisschen blöd, dass wir nur 50 Leben haben und die und er 500. Es ist aber trotzdem unser gemeinsames Ziel. Huch, das war ja viel zu weit. Es ist trotzdem unser gemeinsames Ziel, ihn umzubringen. Und wir können uns gegenseitig aber nicht umbringen, soweit ich weiß. Also keinen Schaden machen. Ja, ich versuch's mal so. Oh, es könnte abprallen. Wenn es zu stark ist, prallt es ab. Wenn nicht, dann. Oh, so knapp. So knapp. Ah, verdammt. Also ich muss viel, viel schwächer machen. Glück gehabt. Okay, schwächer. Ich glaube, so reicht. Ich hoffe, es reicht. Schauen wir einfach mal. Ah, fast perfekt. Fast perfekt. Oh mein Gott. Was war das denn? Holy shit. Die Frösche sind so krass. Ja, komm schon. Oh. Verdammt. Okay, das heißt aber, ich muss nur ein, zwei Punkte stärken. Und ich hab doch. Ah, schau mal, einer. Zwei Punkte. Machen wir lieber 3. Oh, ihr Spacken. Der hätte getroffen, wenn sie den nicht runtergeschossen hätten. Oh. Au. Rippig. Ja, das ist blöd, dass man nichts aushält in dem Modus. Ist ein bisschen ärgerlich. Was schießt der denn da? Kann ich das irgendwie sehen? Das war ein einfacher Kaktus. Wie viel Leben hat der noch? Oh, er hat noch die Hälfte. Hätte mein Sniper-Schuss getroffen, hätte der einfach 100 weniger gehabt. Woran ist er denn verreckt? An seinen eigenen Schuss? Oh, 1455. Ah, komm. Vielleicht schaffen sie es noch, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Was macht er denn da? Oh, das ist wieder so ein Ding. Ah, das sind Deadweight. Die treffen hundertprozentig. Die fliegen erst gerade, also in die Richtung, und dann, sobald sie über jemanden sind, fliegen sie hoch und runter. Aber gerade. Was denn, hat der jetzt mit Absicht Scheiße gespielt, damit der gewinnt?
gar nicht drauf geachtet. Hat der überhaupt einen richtigen Schuss auf uns abgegeben? Also auf den abgegeben? Wow. Doch, der hat doch auf den drauf geschossen. Ah, der spricht im Voice Chat wahrscheinlich. Oder er? Ich habe sie ausgeschaltet. Wow, what? Waren die beide vorher in der Lobby? Bin ich in eine mit den beiden reingejoint? Achso, oh, der Thunder. Ja, das ist der Thunder, der schießt, den muss man quasi im Boden schießen und der fliegt eigentlich wie ein Schuss. Der fliegt runter und dann wieder hoch zum Boden und sobald er austritt, explodiert er. Hey, der Twinkler. Oh, der hat eigentlich gut Schaden gemacht. Eigentlich. Na komm. RIP. Wer hätte das denn gerechnet? Wer hätte damit denn gerechnet können? Hey, ich habe fast nichts bekommen. Sehr gut. Gehen wir mal raus. Und ich mache einfach meine Lobby. GLP ist nicht hier. Oh, schön. Gut zu wissen. Create Game. Und ich möchte ein... Wir haben mal ein Deathmatch mit Free for All. Drei Leute, 200 Leben, kein Wind. Friends Only, nö, 45. Maximal Death Difference 20, finde ich gut. Major Chaos, Mod None. Machen wir so. Nein, ich warte natürlich noch auf. Ah, schau mal da. Perfekt. Ich würde eigentlich gerne noch ein Level-Up haben. In der Aufnahme. So, Move Only. Das ist natürlich eine blöde Map. Shoot Only. Ich schieße erstmal einen Roller. Ach, jeder schießt jetzt gleichzeitig. Oh. Ich sag mal nicht, ich bin der Erste, der verrecken würde. Weil ich in der verdammten Mitte sitze. So, weißt du was, Kollege? Guck mal, was ich hier für dich habe. Er hatte genau dieselbe Idee. Habe ich noch eine? Leider nicht, ich habe Sinkhole. Aua. Das war unfair. Ach man, wenn die sich auf einen fokussieren, ist das natürlich immer wunderbar. Kann ich irgendwie in die Einstellung hier? Ja. Oh, danke schön. Deadweight. Ja, das Deadweight macht dafür, dass es hundertprozentig trifft, immer nur 25 Schaden. Ist fair, finde ich. Ja, ich meine, hundertprozentig 25 Schaden. Kann man sich nicht drüber beschweren. Oh. Man macht an sich selbst, glaube ich, übrigens
auch doppelten Schaden. Angeblich. Das Spiel ist übrigens nicht gratis auf Steam. Kostet, glaube ich, 5 Euro oder sowas. Keine Ahnung. Na, kommt schon. Entertain me. Weißt du, mich haben sie mit so einer Präzision ausgeschaltet und die treffen sich jetzt nicht mal. Lottery and Division. Oh. Klingt interessant. Was ist die Lotterie? Yo! Ist klar. Oh, die Kopies. Das muss Division gewesen sein. Kann ich mich nicht wiederbeleben? Oh. Ah, es hätte ein Unentschieden werden können. Wow, 41 Schaden habe ich gemacht. Ja, dann schaue ich mal kurz auf die Zeit. 21 Minuten. Ja. Ist doch eigentlich, ne? Relativ lang genug. Sag mal, kann das sein, dass ich mich manchmal selber hier höre? Music Room, Profanity, Lobby Chat? Eigentlich nicht. Egal. Würde ich auf jeden Fall sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik sind natürlich immer erwünscht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.